So, hallo. Mal wieder ein Video vom Drucker. Kam ja schon lange nichts mehr. Ja, es hat sich auch so ein bisschen verändert, wie ihr seht. Ich habe ja ein paar gelbe Teile hier dran. Ich habe also hier ein paar Veränderungen dran gemacht. Das hier hinten ist auch noch eine Filament-Halterung oder beziehungsweise Führung für diesen Filamenthalter. Zurzeit benutze ich diesen hier. Wie ihr seht, habe ich jetzt rotes Filament drauf, weil die gelbe habe ich jetzt verschossen. Hier, das ist das, was noch übergeblieben ist. Ein ganz kleiner Rest. Ich habe mir ja ein paar Füße für den Drucker noch gedruckt. Ich fand es cool. Geschmackssache. Ja, was drucke ich jetzt hier? Hier drucke ich jetzt so einen kleinen Frosch. Das ist so ein Testfrosch, wo man denn dran erkennen kann, weil Filament ist ja nicht gleich Filament. Jedes Filament reagiert anders auf ja, Temperatur, auf Geschwindigkeit, Druckgeschwindigkeit und. Da gibt es also verschiedene Parameter, die man ein bisschen beachten sollte. Ach so, für die Kühlung habe ich mir hier so ein ganz einfaches Teil einfach mal ausgedruckt, wo ich den vorhandenen Ventilator mit benutze. Ups, da fällt schon wieder hier die eine Ecke ab. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Ich wollte es eigentlich nicht festkleben, aber das ist so lose. Ach so, denn hier habe ich mir noch ja ein Halter für meine Webcam. Damit kann ich denn den Druck ja beobachten. Er filmt also quasi so, müsst ihr das sehen, filmt also so den Druck, und dann kann man dann halt eben vom PC aus schon sehen, ob was schief geht. Ja, hier oben hatte ich ja meine Filamentrollen drin, seht ihr ja, da ist jetzt auch nur noch das Weiße da. Diese Filamenthalterung oder Führung war ja nicht optimal. Da war das Filament, was hier rausgekommen ist, das hat irgendwie immer mal gehakt und ist dann quasi hier vorne abgerissen, weil ja, der Zug und der Druck zu stark war. Und ja, das funktioniert also nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Deswegen habe ich jetzt hier diese Variante. Mit der bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Da habe ich die komplett gelbe Rolle mit verdruckt. Hier unten ist noch eine Führung. Die mache ich immer rein, wenn die Filamentrolle ziemlich frisch ist und die Chance oder beziehungsweise ja, das Problem besteht, dass durch den Filamentrückzug die Filamente über diese ja, Spulen drüber schnippen und dann ja, sich verkräuseln. Ja, ich hatte ja schon mal gefragt in einem Video hier, was ich euch noch zeigen sollte oder so. Die Resonanz ist eigentlich ja beschämend. Es sind so gut wie keine Kommentare. Ein Kommentar war, dass halt eben ich mal zeigen soll, was ich so alles gedruckt habe. Das werde ich heute versuchen, hier in diesem Video euch mal zu zeigen. Ich zeige bis jetzt alles, was ich so gedruckt habe. Wie gesagt, hier oben den Kopf habe ich schon erneuert. Dann habe ich hier die ja, Filamentkühlung. Es geht also hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, bis an die Düse. Und da wird also quasi die Luft, die der Ventilator da abgibt, wird zur Kühlung gleichzeitig noch für das Filament genutzt.
Wie gesagt, dann habe ich hier diese Halterung. Ich habe hier diese Halterung für die Kamera. Ich habe mir spaßeshalber hier so ein paar Füße ausgedruckt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ist Spielerei, muss man nicht haben, aber ich fand's lustig. So, und dann zeige ich euch gleich am Tisch, was ich noch so alles ausgedruckt habe. Ja, einer hat in den Kommentaren noch geschrieben, dass er die... Der hat also quasi beide meine Kanäle abonniert. Einmal diesen Kanal und dann auch den Essenskanal. Und der hat darunter geschrieben, dass er also den Kameraschnitt hier besser findet. Gut, ich mache das ganz einfach aus dem Grunde, weil das ist die einfachste und schnellste Art, ohne Intro irgendwas zwischenschneiden zu müssen oder rauszukatten. Das ist hier alles ja original. Hier wird nicht viel nachbearbeitet und deswegen entstehen die Videos so ganz schnell und einfach. So, und wir sehen uns jetzt gleich nach einem kleinen Cut am Tisch wieder und dann zeige ich euch mal so, was ich in der letzten Zeit alles gedruckt habe. So, also dürfte euch eigentlich schon bekannt sein, wer meinen anderen Kanal abonniert hat. Ja, und wie gesagt, jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich schon so alles gedruckt habe. Das hier ist ja ein Frosch, wo man dann halt eben anhand der Überhänge, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt genau erkennen könnt, da kann man dann sehen, ob das mit dem Filamentvorschub passt, ob die Temperatur passt und, ob er hier ja die Lücken alle schließt, so kann man das denn sehen. Ihr habt ja vorhin gerade gehört, da war der hier noch im Druck, der ist jetzt mittlerweile fertig. Also so sieht der jetzt hier aus, was ich schon mal sagen kann. Ist hier, werde ich wahrscheinlich mit der Temperatur noch ein Stück runtergehen müssen. Und ja, Vorschub werde ich wahrscheinlich auch noch verändern müssen. Es sieht mir bald so aus, als wenn der ja ein bisschen zu viel Filament fördert. Muss ich mal schauen. Das ist immer so eine Sache, wenn man das Filament wechselt. Da hat man dann 1, 2, 3 Teile, wo man dann auch immer mal testen muss. Es gibt auch diese Testwürfel, die habe ich jetzt dummerweise jetzt nicht hier, weil damit spielt am liebsten mein Enkelkind. Und der hat hier mir alle meine Testwürfel schon entwendet. Der hat so ein Müllauto, da passt das genau in die Mülltonne rein und dann kann er die Mülltonne mit dem Auto immer abholen. Und deswegen ist er auch ganz, ganz, ganz spitz drauf. Wenn Opa Testwürfel druckt, die kriegt der Enkel dann. Ja, also wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, um die Temperaturen und sowas einzustellen. Hier habe ich schon mal, ja, Ohrringe sind das. Habe ich schon mal probehalber gedruckt. Aber wie man sehen kann, stimmt das auch noch nicht. Der hat hier ja Druckfehler drin. Da fehlt wahrscheinlich, da ist die Filamentförderung wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Oder die Druckgeschwindigkeit ist zu schnell. Und Temperatur haut auch noch nicht richtig hin. Da muss auch noch um, was weiß ich, 5, 10 Grad werde ich da ein bisschen runtergehen müssen. So, dann was habe ich noch alles von dem Gelben gedruckt? Natürlich haut nicht jeder Druck hin. Das war der allererste Fuß, den ich gemacht habe für den Drucker. Da war das Problem, die Unterseite und dann auch die Oberseite wären zu wenig gewesen. Kann man hier dran sehen, hier oben, diese Oberseite hat schon Löcher, hier unten, wo es plan drauf steht, kann man aber das, ja, kann man diese
Struktur drin schon sehen, diese Stützstruktur, und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Da sollte man dann noch ein, zwei Schichten drauflegen. Also wie gesagt, die Oberschichten waren da zu wenig und ich habe vergessen, mit Support zu drucken. Das heißt also, Überhänge werden mit so kleinen, ja, Stützmaterial, was sich aufbaut, wird dann da gedruckt, wie man das hier sehen kann. Das liegt ja dann hier so auf und das hier ist in der Luft gedruckt. Und wenn da nichts ist, die Fäden, ja, die halten dann nicht. Also braucht man hier ein bisschen Stützmaterial, was feiner gedruckt ist wie das hier. Das kann man also dann nachher mit einer Schere, mit einer Feile oder mit den Fingern ganz einfach abmachen. So, hier habe ich, so sieht dieses Material aus. Das ist also auch von der warmen Struktur. Hier ist nicht ein Filamentfehler, sondern das ist halt eben so, dass man das ganz leicht auseinanderbrechen kann. Und auch hier, also das lässt sich wunderbar auseinanderbrechen. Das sind diese, ja, Support nennt man das, diese Stützmaterialien, wenn man dann halt eben in der Luft drucken will oder muss, weil das hier der Überstand ist. Und das hatte ich vergessen, bei diesem Fuß hier einzutragen in das Programm, dass der mit Support drucken soll. Und deswegen, da geht auch mal ein oder der andere Druck, geht auch mal in die Hose. Genauso wie dieser Druck hier in die Hose ging. Den hatte ich zwar mit Support gedruckt, aber ja, war mein Fehler beim Auseinandermachen hier von dem Stützmaterial. War ich grobiger natürlich mit meinen großen Flossen und habe ihn ganz einfach, ganz locker mal hier, habe ich ihm die Beine gebrochen. Den armen Stormtrooper hier. Ja. Dann haben wir hier mal so eine kleine Figur. Ja, das ist alles so filigranes Kram. Da muss wirklich alles hundertprozentig sitzen. Da muss die Temperatur, da muss die Filamentführung richtig eingestellt werden und. Weil sonst sieht man ja, was passiert, wenn das nicht hundertprozentig eingestellt ist, was mit so kleinen filigranen Kram passiert. Ich meine, das hier ist eigentlich schon für mich als Anfänger recht gut gelungen. Also da bin ich schon, ja, mit zufrieden, obwohl es irgendwie scheiße aussieht. Aber ich bin mit dieser Figur eigentlich im Großen und Ganzen für meine Leistung schon mit zufrieden. Ich habe das meiner Meinung nach schon sehr gut hinbekommen. Es sind halt eben so kleine, feine Unterschiede. Ja, hier ist zum Beispiel diese Kühlung. Die hatte ich schon mal gedruckt, die andere ist ja an dem Drucker. Da habe ich auch den Fehler gemacht, da habe ich Support drin gelassen. Das wird so auf dem Bett gedruckt, auf dem Druckbett. Ja, und da brauchst du keinen Support. Ich habe da aber nicht nachgeguckt. Und wenn er hier reinguckt, da in diese Lüftungsschächte, da ist Support drin. Ich habe das versucht rauszukratzen, aber du kriegst nicht alles raus, weil du ja auch nicht genau da reinkommst. Ich habe das größtmöglichst versucht rauszukriegen. Das Größte, was ich rausgekriegt habe, habe ich rausgemacht. Ich habe mich aber dann nachher nochmal entschlossen, das nochmal neu zu drucken. Habe dann aufgepasst, dass kein Support drin ist, dass auch wirklich diese Kanäle hundertprozentig frei sind. Ich meine, den hier werde ich nicht wegschmeißen. Den kann man mal zur Not, falls der eine mal kaputt geht und man hat ja nicht dann gleich wieder Ersatz, dass ich dann erstmal einen kleinen Ersatz habe. Ja, was habe ich mir noch gedruckt? Ich habe zum Beispiel hier so ein, ja, das ist eine Filamentführung. Also hier kommt das Filament durch. Hier ist der Antriebsmotor mit so einem Rädchen. Und hier ist so ein Eisenrädchen normalerweise. So, und das Filament, das wird hier durchgeschoben. Und dieses kleine Rädchen drückt das natürlich an diesen Motor dran. Wenn im eingebauten Zustand. Ich hoffe, man kann es
so erkennen, wie es funktioniert. Das heißt also, dass das ist zur Verbesserung der Filamentführung, dass das nicht durchrutscht. Und dann gibt es nämlich hier, wie gesagt, diese Filament, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Ja. So, hier haben wir, ja, hier hatte ich mir eine Fernbedienung, Halterung über Tinkercad. Ich mache die Beschreibung über die Seite, mache ich unten in die Infobox, könnt ihr euch dann angucken. Da kann man also selber Sachen kreieren, kann selber welche Sachen bauen. Ist ein Anfänger-Tool, sage ich mal, wo man Sachen mit herstellen kann. Also ich habe damit hier diesen Fernbedienungshalter gebaut, weil ich habe ja hier meinen Fernseher und habe da für den Fernseher die Fernbedienung und habe für den Receiver die Fernbedienung. Und dass die hier nicht so rumliegen, dachte ich mir, baust du ganz einfach eine Halterung, die du dann hier reinsteckst und dann kannst du die hier irgendwo in die Ecke stellen. Hab natürlich den Schwerpunkt nicht bedacht und wie ihr seht, der Schwerpunkt ist ein bisschen außerhalb von dem Stand hier, ist nur minimal, habe ich leider nicht bedacht, also musste ich das Ganze nochmal kreieren, sage ich mal, und ich habe ganz einfach hier zwei solche Verlängerungen noch dran gebaut und habe dann das ganze Ding so gebaut und jetzt steht es. So, die Fernbedienungen liegen nicht mehr rum, man hat sie hier drin, steht irgendwo in der Ecke, super Sache, sowas zum Beispiel. Ja, was habe ich noch gebaut? Noch gebaut habe ich mir, ich habe so kleine Feilen und die flatterten immer rum. Weil diese Feilen, die brauchst du doch, wenn du Sachen mal druckst, es wird nicht alles so hundertprozentig, man muss auch nochmal nachfeilen. Und deswegen habe ich mir hier diese Halterung gebaut, weil das waren hier welche aus dem Baumarkt, die haben 1,99 oder 2-3 Euro so gekostet. Die waren ganz einfach nur in so einem Plastikblister drin, den man aufgerissen hat. Ja, und dann flatterten die hier rum. Und jedes Mal hast du die Dinger gesucht und gemacht. Und da habe ich mir gedacht, naja, versuchst du mal irgendwas zu bauen, wo die Dinger reinpassen. Und dann baust du ganz einfach mal so ein Teil, wo du die da so reinstecken kannst. Und schwuppdiwupp. Ja, man muss aufpassen. Das ist noch nicht. Ich habe die Verbesserung habe ich schon hochgeladen. Ich hatte hier mit runden Löchern gemacht. Die musste ich aber leider nachfeilen, weil das hatte ich auch wieder nicht bedacht. Und deswegen habe ich hier noch ein bisschen rumfeilen müssen, damit das auch wirklich hier reinpasst. Aber bei mir auf der Seite bei Tinkercad sind die schon als Vierecke und da passt das eigentlich egal wo prima rein. Bloß nochmal jetzt ausdrucken wollte ich auch nicht, weil das hat auch schon knapp an die 3 Stunden gedauert und ich sage mal, es verbraucht ja auch einiges an Filament und da dieses hier schon relativ gut ist, habe ich mir gedacht, nö, das reicht eigentlich für mich aus und das lasse ich erstmal so. Ja, was habe ich denn noch alles gedruckt? Ich habe zum Beispiel hier habe ich versucht, da kann man Schwämme zusammen schneiden und dann legt man das Filament genau hier durch und klappt das dann zusammen. Das ist so eine Art Filter.
damit das Filament gesäubert wird nochmal, bevor es ja in der Düse da heiß gemacht wird und durch verbrannt wird oder beziehungsweise nicht verbrannt, sondern halt eben flüssig gemacht wird, und damit da kein Dreck reinkommt, vorher nochmal so eine Art Filter drum. Ja, nur dummerweise habe ich auch hier die Temperatur zu hoch gewählt, was zur Folge hatte, dass dieses Scharnier hier, das funktioniert normalerweise, nicht mehr klappend ist, sondern ich habe versucht, das zu drücken und zu machen, es geht nicht. Es ist ganz einfach hier drinnen verschmolzen, weil das Filament zu heiß war. So, und bei einer richtigen Temperatur, ich habe das hier mit 215 Grad gedruckt, hätte ich es wahrscheinlich mit 195 Grad gedruckt, wäre es gegangen. Denn bräuchte man da nur so kurz Knack, denn das hätte so ein bisschen geknackt und dann hätte man trotzdem dieses Scharnier gehabt und hätte das Teil hier zumachen können. Ja, mein Fehler. Ja, was habe ich mir noch gedruckt? Dann habe ich mir noch gedruckt, noch eine Kamerahalterung. Und zwar war das eine Universal-Kamerahalterung. Da habe ich auch zuerst die Kamera versucht aufzubauen, die ihr da gesehen habt. Das hat auch ziemlich schlecht gehalten. Hier meine GoPro. Das ging so einigermaßen, konnte ich einigermaßen befestigen. Nur halt eben, wie ihr hört, ist mir ja dummerweise hier dieser Anschluss abgebrochen, wo man die aufladen kann. Und jetzt kann ich die natürlich nicht mehr aufladen. Also, ja, dumm gelaufen. Ein weiterer Nachteil von dieser Halterung war gewesen, die Vibration. Weil das ist so kompakt an diesen Drucker angebaut gewesen, weil wenn der kleine Dinger hier oben zum Beispiel druckt und er geht dann immer so hin und her, das ist logisch, dass dann der ganze Drucker ein bisschen wackelt, und das hat sich hier auf diesen Arm so übertragen, das hat so doll gewackelt, dass du die Bilder richtig verschwommen gesehen hast, und deswegen habe ich mir gedacht, nee, den kannst du auch nicht nehmen. Deswegen hatte ich mir den anderen gedruckt. Ich hatte mir noch einen gedruckt, der war hier für die Kamera. Der sollte hier für die Kamera sein. Wäre auch super gegangen. Wie gesagt, hier hatte ich das Kabel angeschlossen für die Übertragung für Webcam. Nur komischerweise ging es beim Anbauen mit mal Knack. Dann flog der Stecker raus. Ich denke, ach, durch ihn rausgefallen. Gucke aber dann und sehe, dass das Teil rausgebrochen ist. Man hört es ja dann nachher auch drinnen klappern. So. Und ja, eigentlich sollte die Kamera hier an den Drucker dran, weil die auch wesentlich bessere Bilder macht als die. Vor allen Dingen hier funktioniert auch der Ton noch. Hier hätte ich denn Live-Übertragung auch mal mit Ton machen können. Aber nun gut, sollte nicht sein. Also habe ich mir quasi diese Halterung umsonst gebaut. Tja, was habe ich noch gebaut? Ich habe mir ja so ein kleines Schild gebaut. Ein Schlüsselanhänger für meinen Zweitkanal. Das war nun mal so Spielerei. Wollte mal sehen. Auch über Tinkercad. Also sowas kann man damit dann auch machen. Also dieses und dieses hier. Die drei Sachen habe ich selbst gebaut. Stammen aus tja, meiner Feder sozusagen. Ist mein geistiges Eigentum. Und das andere, das ist alles von Zingiverse runtergeladen. Genauso wie ich dieses Boot hier mir runtergeladen habe. Was ein Projekt ist, was ich hier auf dem Kanal auch noch ja, präsentieren werde.
Und zwar ist das ja ein ferngesteuertes Boot. Das kommt noch hier so drauf. Der Deckel wird dann ja mit so einem Klettverschluss hier drauf. So kommt das dann. Also so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Hier kommt die Schraube raus. Hier kommt noch die Halterung dran. Die kommt hier so dran. Für das Ruderblatt, was hier reinkommt, das wird hier mit diesem Anschlag, wird das dann angesteuert, quasi über ein Servo. Ja, wie gesagt, es muss hier noch verspachtelt werden richtig und abgeschliffen werden und lackiert werden. Auch hier habe ich diese, bei dieser Filamentförderung, ups, wo ist es jetzt? Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Hier müsste man es jetzt sehen. Diesen Streifen hier. Das sind also, ja, wo das Filament nicht richtig gefördert wurde. Das hängt alles hier mit zusammen. Deswegen habe ich mir das Teil ausgedruckt, dass das richtig gefördert wird. So, das muss halt eben noch dann gemacht werden, gespachtelt werden, lackiert werden und. Das ist also noch lange nicht fertig. Das ist ein Projekt, was ich auch noch machen möchte oder machen werde. So, und mein Enkel hat natürlich dann gleich gesehen, Opa hat da ein Boot. Dieses Boot kann er natürlich dann später mal haben, aber erst wenn er größer ist. Und deswegen hatte ich hier auch ein Boot für ihn ausgedruckt. Das ist hier auch das erste Teil gewesen. Und hier sieht man wunderschön, was ich vorhin da gesagt habe bei meinem Fuß. Da sind die Unter- und die Oberschichten viel zu dünn. Das ist extrem dünn hier. Hier sieht man das wirklich, dieses Innenwabenmuster. Also hier mussten noch drei weitere Schichten drauf, was dann auch zur Folge hatte, dass hier oben natürlich das auch nicht richtig zu ist, weil unten und oben, wenn die Schicht zu dünn ist, an der Seite ging es. Ich habe es dann nachher aber auch noch mal ein bisschen verstärkt. So, neue Oberschicht, neue Unterschicht, die Seite ein bisschen und es war perfekt. Logischerweise hat er es natürlich jetzt zu Hause und wenn er in der Badewanne sitzt, spielt er natürlich ganz stolz mit dem Boot, was ihm Opa gebaut hat. Tja, und wie gesagt, aus solchen Fehlern lernt man halt eben dann mit dem Drucker, ja, bei jedem Druck wird man besser und besser. Ja, und nun habe ich mal eine Frage an euch. Was meint ihr, was soll ich noch ausdrucken? Was wollt ihr noch sehen? Wollt ihr überhaupt noch was sehen von dem Drucker? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Technische Daten und sowas, da gibt es andere Kanäle hier auf YouTube, die das behandeln. Ich möchte eigentlich mehr so auf den Umgang mit dem Drucker bleiben, dass ich euch vielleicht mal zeige, was man so alles mit dem Ding veranstalten kann, was man da alles Schönes mit bauen kann. Und ja, ein Teil habe ich noch. Ich hatte hier so einen Gartenzwerg. Der hat 16 Stunden gebraucht. Musste natürlich logischerweise über Nacht drucken. Da hat die Temperatur auch nicht hingehauen, war zu heiß, was man ja denn, ich habe Stützmaterial hatte ich verwendet, aber man sieht hier an diesen Überlappungen und das, dass das zu heiß war und man sieht es ja hier dran. Er hing dann morgens unter der Düse, hing er so
weit über dem Druckbett drüber und dann dachte ich, ne, toll. 16 Stunden vergebene Mühe. Gut, ich habe das nicht mitgekriegt. Ich lag zu der Zeit, wo das passiert war, im Bett und habe geschlafen, weil er über Nacht gedruckt hat. Ich habe es den ersten anderen Morgen gesehen und deswegen hatte ich mir mit gelbem Filament noch einen kleinen Zwerg gebaut, den ich dann auch gleich angemalt habe. Und so hätte der Große auch ausgesehen, nur halt eben in der Größe. Also, ja, und bei dem hier, der hat 7 Stunden gedauert, da war ich natürlich, das habe ich tagsüber gemacht. Und da habe ich natürlich drauf geachtet, ich hatte natürlich auch gleich die Temperatur runter und da hatte ich diese Probleme dann nicht. Obwohl diese Figur kleiner ist und somit auch schwieriger zu drucken, ging das aber wunderbar. Diese große, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal ausdrucken werde, weil ich habe jetzt hier den kleinen, reicht eigentlich, war so als Spielerei ein bisschen gedacht. Den stelle ich mir immer hier über meinem Laptop. So, ich fand ihn eigentlich cool mit diesen Stinkefinger. Deswegen habe ich ihn mir ausgedruckt. So ganz gelb hat er mir nicht gefallen und da habe ich mir gedacht, naja, was machst du? Ganz einfach. Holst dir Acrylfarben und malst ein bisschen an. Und so habe ich mir diesen, ja, Gartenzwerg angemalt. Und ich sollte meinen, also mir scheint da sehr gelungen zu sein. Mir gefällt er auf jeden Fall. Ich finde ihn schön. Ja, und wie gesagt, das waren jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen meine Sachen, die ich gedruckt habe. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Mich würde interessieren, ob ihr eventuell noch Interesse dran habt, sowas weiterzusehen. Und vielleicht schreibt der ein oder andere ja mal drunter, was ich eventuell drucken sollte. Das ist nämlich hier auf diesem Kanal so eine Sache. Auf dem Essenskanal ist die Kommunikation mit den Abonnenten wesentlich besser wie hier. Also hier schreibt mal ein, vielleicht mal zwei, mal was drunter und das war's. Und auf dem Essenskanal, da entstehen richtige Diskussionen und. Da kommt man auch mit den Abonnenten mehr ins Gespräch, sage ich mal, auch wenn es nur in schriftlicher Form ist. Aber da hat man mit seinen Abonnenten mehr zu tun, als wie hier auf dem Kanal, was ich eigentlich hier schade finde, dass das hier nicht so ist. Aber nun gut, ich kann es nicht ändern. Ja, was meint ihr? Wollt ihr sowas noch weitersehen? Noch mehr Sachen aus dem Drucker von Thingiverse? Was soll ich mal ausdrucken? Habt ihr vielleicht eine Idee? Wenn ihr STL-Dateien habt, die könnt ihr mir auch zuschicken. Dann kann ich die ausdrucken. Oder verlinkt mir doch auf Thingiverse irgendwas, was ich denn eventuell mal ausdrucken sollte. Ansonsten, ja, war es das jetzt hier mit diesem Video. Wenn nicht, ihr werdet dann sehen, irgendwann lade ich mal wieder was hoch, wenn ich mal was Interessantes habe. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.